Also wir haben uns von Anfang an vorgenommen, das 20. Jahrhundert hier in der Neuen Nationalgalerie mit der Sammlung abzubilden. Das 20. Jahrhundert, weil die Neue Nationalgalerie der Ort ist, an dem man die Kunst des 20. Jahrhunderts erwartet. Ursprünglich gab es hier mal vor vielen Jahren Präsentationen nur aus einzelnen Highlights. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das eben nicht machen, sondern wir wollen mehr von der Sammlung zeigen. Deswegen haben wir das in eine Trilogie unterteilt. Ausweitung der Kampfzone ist ein Roman von Michel Houellebecq aus den 90er Jahren, ein großes Kultbuch. Und wir schließen damit an die anderen beiden Präsentationen, Moderne Zeiten, die war eben benannt nach Charlie Chaplin, und Der geteilte Himmel, benannt nach Christa Wolf. Mit der Ausweitung der Kampfzone rufen wir auf, dass die Sammlung sehr stark geprägt ist von gesellschaftspolitischen Arbeiten, von Arbeiten, die sich mit Themen der Konflikte, der Konfrontationen auseinandersetzen. Sie hinter mir sehen Sie die Arbeit von Wolfgang Tillmanns, Arbeiten, die sich mit den Kriegsthemen beschäftigen. Das ist schon ein sehr starkes Thema innerhalb der Sammlung. Und insofern haben wir diesen Roman und diesen Titel als Aufhänger gewählt. Die Sammlungspräsentation fokussiert nicht nur allein auf politische Arbeiten. Das politische Moment war uns wichtig, weil es sich in vielen Arbeiten niederschlägt, wie Schlachtfeld Deutschland, wie dem Bauernkriegspanorama von Tübke, in dem Flugzeug von Anselm Kiefer. Aber es gibt auch sehr viele Arbeiten, die in formalen Sinne einen Konflikt zwischen anderen Künsten, eine Auseinandersetzung mit der klassischen Moderne signalisieren, die eben nicht auf einem Kuschelkurs fahren, sondern die wirklich kämpferisch zu verstehen sind. Aber
Es sind auch Arbeiten, zu denen wir ganz über die Historie auch herangegangen sind. Die Körperarbeiten der 70er Jahre zum Beispiel, das war ja ein ganz großes Thema. Auch die Videokunst, die sehr stark von Frauen als Medium erkannt wurden, indem sie so schien es zumindest eine Zeit lang, ihr ureigenes Medium gefunden hatten. Das sind durchaus auch Themen, die wir innerhalb der Sammlung abbilden. Thank you.